Herzlich willkommen hier bei Jack 1477. Ich habe hier ein Spiel als Demo. Ich habe gesehen, so ein paar YouTuber spielen das. Unter anderem Gronkh, ist ja klar. Das Spiel heißt Drive Beyond Horizons. Ist eine Demo. Ist wohl gerade ganz frisch, kommt irgendwie bald raus. Ich habe noch gar nicht geguckt, wann. Aber ich fand das irgendwie, also ich habe es nur kurz mal überflogen. Also ich habe das jetzt noch nicht, ich wollte mich nicht spoilern lassen. Dementsprechend würde ich sagen, würden wir hier einfach mal gucken, was passiert. Ich habe nämlich auch noch keine Ahnung. Aktuell kann man nur 50 Kilometer fahren und Nacht verbringen geht wohl auch nicht. Also, eine fremde Welt. Ja. Yeah. Erreichen Sie 50 Kilometer und entdecken Sie unter dem Schleier der Nacht eine unerwartete Herausforderung. Die Dunkelheit verbirgt geheimnisvolle Gefahren und eine intensive Verfolgungsjagd warten auf Sie. Wird es Ihnen gelingen, durch die Dunkelheit zu navigieren und den auftauchenden Bedrohungen zu entkommen? Machen Sie sich bereit für ein fesselndes Abenteuer, bei dem jeder Kilometer zählt. Machen Sie sich bereit für ein aufregendes Erlebnis voller Spannung. Ich bin gespannt. Beginnen wir doch mal. Leider nur die Demo. Das Spiel ist noch nicht draußen. Eine fremde Welt. Hier könnte ein Auto sein. Ja, oh Gott, was ist das? Öffnen. Sagen, wir checken erstmal alles, was an dem Auto so ist. Funktioniert mit Benzin. Motoröl. Warum ist da so viel Benzin drin? Na ja, gut. War denn wenigstens irgendwas im Tank? Wo ist hier überhaupt ein Tank oder so? Da. Öffnen. Zack. Oh, Benzin ist drin. Das sollte ja erstmal lang, 16 Liter. Da ist Wasser drin. Das ist schon mal sehr hilfreich. Na? Zack. Okay, geht das jetzt weg? Loslassen. Okay. Okay, Motoröl lassen wir so. Den Rest. Oh, das ist aber. Naja, immerhin ist hier noch Wasser drin. Okay, passt nicht da rein, oder doch? Nein. Loslassen. Jo, gut. Auf jeden Fall. Wieso geht das jetzt? Naja. Wir haben noch Probleme, wie ihr seht. Oh, hier ist noch Benzin drin. Auch Benzin. Das Benzin mit Motoröl drin. Okay. Warum? Ja, gut. Hier ist überall Benzin drin. Kann ich da wenigstens ein Fass. Oh nein. Kann ich da wenigstens ein Fass dann mitnehmen? Warte mal. Geht das nicht raus da? Leute, neue Möglichkeiten hier. Ja. Okay, ihr wisst ja. Oh. Hätte ja klappen können. Passt das denn wenigstens da rein? Hey, komm, wir sind doch erfahrene Spieler. Das ist doch scheiße. Warte mal. On the long drive. Stopp, schließen. Ja. Okay. Klappt doch. Ihr wisst ja, ich nehme gerne mal ein Fass mit. Das Sinnvollste wäre. Oh ne, scheiße. Das Sinnvollste wäre, wenn wir hier vielleicht noch ein paar Türen finden oder so, aber ich glaube, es wird nichts. Der Motorkran auch voll geil. Kann man hier eigentlich den Motor ausbauen? Auseinander. Neue Möglichkeiten. Hui. Oh nein. Hat er den jetzt? Montieren. Uhuhu. Cool. Oh, hier gibt es so ein Schwämmchen. Den polieren. Oh gut. Gott, habt ihr das gesehen?
Ich glaube, das bringt dem Wagen nur nicht so viel. Gibt es hier auch sowas wie eine, so eine Bürste oder so? Hm. Nicht, was ich sehen könnte. Nee, loslassen. So gut. Supermarkt an, was ist das? Okay, also man kann Sachen nehmen. Autoparts Glue. Auch nicht schlecht. Man kann Sachen nehmen, aber. Nehmen Sie. Nee, das ist schädlich fürs Auto. Okay. Wow. Gut. Schaufel? Braucht man eine Schaufel? Nee, kannst du so nicht nehmen. Okay. Gucken wir mal, was hier drin abgeht. Da ist alles drin, nur nicht das, was wir. Ausrüsten. Ja. Ah, man muss ja auch mal was trinken, ne, Leute? Man muss ja auch mal was trinken. Kannst du die jetzt loswerden? Danke. Ich hänge hier in der Tür fest. Hallo. Das hat ja gut geklappt. Ich hänge hier in der Tür. Hallo? Ja? Ja? Noch nicht ganz? Ah. Ich hab's hingekriegt. Ah, hier gibt's sogar so ein Ausrüsten. Okay. Sich pflegen. Okay, die Animation kennt man ja eigentlich, ne? So von PUBG oder so. Ich sag mir nicht, man kann sogar hier kacken gehen oder was öffnen. Ah. Nö. Klopapier. Okay. Kann man auch schlafen gehen? Aktuell zumindest wahrscheinlich nicht. Okay. Aua. Ah, hier ist eine Stoßstange für unser Auto. Die hat er sich jetzt auch verdient, würde ich mal sagen. So. Ups. Gleich Kratzer reingemacht. So. Na? Na komm. Warum will das nicht passen? Müsste ja eigentlich passen, denke ich. Oder so. Nö? Okay, hat wohl nichts zu tun. Start 9. Ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. Also. So. Uhu, es geht los. Alter. Jetzt sich auf jeden Fall besser als in BeamNG. BeamNG sag ich schon. Als in. In The Long Drive, genau. Jetzt, mir ist das Wort entfallen. Unser Fass fährt auch mit. Wasser haben wir auch. Einigermaßen. Aber das Auto ist ja ein alter Kübel, ne? Oh. Mal sehen, wie weit wir kommen. Keine Tankanzeige, gar nichts. Was ist da vorne ab? Ein Auto. Ein Auto steht hier. Oh, habt ihr die Bremsen gehört? Das Auto ist ja fast geil, ne? Aber voll schrottig. Und es hat keinen Motor. Schade. Machen wir einfach weiter. Bremse, Scheinwerfer, Blinker links, Blinker rechts, Warnlampe. Es gibt Hupen. Oh, F. Nicht montiert. Okay. Kamera umschalten. Okay. Das Auto sieht aus. Das fährt sich aber ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen scheiße. Also irgendwie so schwammig jetzt. Also jetzt so nach 700 Metern. Erst sagte ich ja, okay, voll cool. Aber jetzt gerade merkt man so, man ist voll schwammig irgendwie. Ich glaube, wir fahren gerade Vollgas. Kann ich leider nicht sehen. Wir haben kein Tacho.
Also nicht erst fand ich es besser wie The Long Drive. So vom Fahrgefühl her. Aber je schneller es wird, desto schlimmer ist es. Und man muss auch Pipi. Ne, muss man nicht. Essen wäre aber eine Idee, glaube ich. Okay. Der fährt sich voll schwammig jetzt. Je schneller man fährt. Was gut ist, Automatik. Man muss sich hier keinen Stress machen. Obwohl ich gerne schalte. Ja, schwammig. Alter. Oh oh. Oh. Passt, passt, passt. Perfekt. Auf was ist das jetzt, wie Long Drive oder nicht? Also. Will das Auto angucken, das liegt auf dem Kopf. Ist besser wie unseres oder schlechter oder ist eigentlich die gleiche Karosse. Okay, weiter geht's. Es wird dunkel, Leute, es wird dunkel. Und ich habe nichts mitgenommen, eigentlich. Außer ein bisschen Benzin und den Motor gemacht. Lass uns mal überraschen, was hier passiert. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da ist so ein Radioturm. Vielleicht können wir da mal hin. Eine Knarre, wenn die hier schon sagen, dass hier irgendwie Monster oder sowas sein sollen. Eine Knarre wäre schon gut gewesen. Müssen wir mal gucken, was wir hier denn noch so finden. Oder nicht, oder doch? Oh oh. Weiß ja nicht, wie der sich verhält. Hey. Okay, man fährt anscheinend über Steine einfach rüber. Ist auch okay. Ich den jetzt. Okay. So. Auch noch Benzin, aber eigentlich haben wir. Wie, nee, hier ist jetzt irgendwas, was nicht geil ist. Da ist nichts drin, was wir jetzt unbedingt brauchen. Okay. Was stand da? Betrunkenes Pinkeln. Die Übersetzung, lassen wir es einfach so stehen, okay? Lassen wir es besser so stehen. Verwenden Sie. Oh! Trinken. Ausrüsten. Trinken. Wenn es uns Durst geht. Huch, so. Leute. Geil. Essen wäre noch gut, aber. Also viel Benzin kann ich nicht mitschleppen. Da ist ein Motor. Ich glaube, es ist dieselbe Krücke wie unsere, ne? Ja, brauchen wir nicht. Okay. Ah, das Mustang Fahrgestell wäre ja schon geil, ne? Ist da Motor drin? Ne. Im Prinzip ist da gar nichts drin. Nee, nee, nee. Ja, Benzin haben wir genug mit. Komm, fahren wir einfach weiter. Alter, der wird voll schnell, ist er ausgegangen? Aha. Ja. Ich glaube, Lampen haben wir auch keine. Wir haben gar nichts an dem Auto irgendwie. Über Steine. Ich weiß nicht. Über Steine fährt er einfach rüber. Die existieren nicht. Man gut, es ist nur eine Demo bis jetzt. So, wollen wir mal gucken, was wir hier noch entdecken. Also 2 Kilometer haben wir geschafft. Immerhin. Vielleicht sind es 3. Komm, schalt doch mal in höheren Gang, Alter. Du bist voll. Ah, er hat's getan. Das hört sich an wie. Scheinwerfer würde ich ja gerne machen. Oh oh. Oh, das war knapp. Okay. Gut, die arbeiten ja noch dran. Die arbeiten ja noch dran, ne? Okay. Da hinten kommt doch schon wieder was, oder? Hier gibt es leider keine Zoom-Funktion. Die hätte ich gerne geguckt. Am Motor kann man so ausmachen. Okay. Und was ist hier los?
Haken wir. Gucken wir doch mal hier rein. Oh, die Handbremse ist gut. Kann man die Tore nicht aufmachen? Kann nur. Schade. Also das Tor ging nicht auf, aber hier ist eine Tür. Immerhin. Aber auch nur. Sorry. Aber hier sind auch nur Autoleichen. Wo der Reifen gut ist. Was ist das hier? Eine Bürste. Bürste brauchen wir nicht. Das ist Farbe, okay. Das ist wohl auch Farbe. Das weiß ich auch. Also das ist auch Farbe. Aha. Automatik. Oh, der Effekt war aber hässlich. Habt ihr das gesehen? Okay, sie üben ja noch, ne? Sie üben ja noch. Bürsten. Mal sehen, was passiert. Ja, aber. Okay, hier geht der Rost weg. Das ist ja nicht verkehrt. So. M, weg damit. Habt ihr einen Tacho? Ne, der hat keinen Tacho. Der ist ja mal rostig. Komm, dem, der tut mir leid. Der kriegt eine Bürste. Wartet, wartet, wartet. Oh, gemein sind wir nicht. Ah, guck mal an, ey. Aber ein sehr helles Lila. Ja, man ist ja mal nett. Okay. Seht ihr das, was ich sehe? Passt der da rein? Vielleicht haben wir ja Glück. Kann man den einbauen? Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Oh, Radio brauchen wir nicht. Ein Turbo ist immer gut. Wasser brauchen wir nicht. Bisschen Farbe, blau. Hier. Mag ja gerne blau. Ich hoffe, okay, unser ist eher lila, ne? Ausrüsten. Oh. Ah. Ah. Ich mag die Farbe. So, dann kriegt ihr das auch einmal neu hier. Ist leer. Schade. Gibt es noch mehr? Nö. Ach, ist auch gut so. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal den Schwamm nehmen. Komm mit, mein Kleiner. Oh, da gibt's eine Tür, habt ihr gesehen? Alter, die müssen wir gleich mitnehmen. Nö, okay, sauberer geht's wohl nicht. Aber hier gibt's eine Tür. Auch wenn sie jetzt hässlich ist, aber. Die Frage ist, wo gehört sie hin? Okay, Frage hat sich erledigt. Und? Ein Licht. Montieren. Ohoho, Leute. Ich glaube, unser Typ ist Vin Diesel für Arme. Weil der hat Tanktop an und ja. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Vielleicht sieht man die Figur ja irgendwann mal. Was ist das? Am besten Willen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber es schadet unserem Auto nicht. Wenn es reinpasst. Den? Hast du rein? Irgendwo? Hm, da stand doch irgendwas. Stand doch was, oder? Ah. Eine Hupe war das. Okay. Ja, eine Hupe. Ich kann euch jetzt nerven. War eigentlich ein Lenkrad? Ja. Lassen wir auch drinne.
Ansonsten ist hier nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Also Radio brauchen wir nicht, ist klar. Das nochmal. Yeah. Ausrüsten. Aber das ist ungefähr dieselbe Farbe. Ich hoffe echt. Ja, fast. Nehmen wir die Farbe mit. Mal. Nein. So. Da ist noch was drin. Gut. Nehmen wir mit. Dankeschön. Weiter geht's. Auto läuft gut. Habt ihr gehört? Ah. Es läuft, immerhin. Abfahrt. Oh. Okay, also bei den Sounds muss ich sagen, die sind zwar etwas leise. Warte mal. Moment, das akzeptiere ich nicht. Hauptlautstärke, warum ist die nur? So, wenn das jetzt. Irgendwie ist das Spiel voll leise, ne? Das liegt jetzt. Ihr habt gesehen. Lautstärke, das ist alles auf Max. Also, passen Sie die Lautstärke in der Musik bloß aus. Umgebung. Jo, Fortsatz. Lauter kriege ich es leider nicht. Aber ihr hört ja auch so, dass da ein Turbo drin ist, hoffe ich. Gott. Habt ihr das gehört? Alter, der fährt sich aber richtig schwammig. Was unser stolzes Dir-Gerät. Aber es geht tatsächlich. Also Steine. Ja. Wie ihr seht, überfahrbar noch. Oh, 5 Kilometer haben wir geschafft. 5 Kilometer, Leute. Das macht deswegen auch die ganze Zeit. Was da los? Das Zombies? Ja. Yep. Aua, 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 aua. Hallo? Okay. Okay. Ich mag Zombies überhaupt nicht. In irgendeinem Spiel, egal in welchem Spiel, für Zombies immer Kacke. Hätte ich gewusst, dass man da einfach durchrattern kann, wäre ich durchgerattert. Ja, aber wir haben 5 Kilometer geschafft. Okay. Ich würde sagen, die Demo ist beendet. Ja. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn ihr müsst, ihr müsst nicht, ihr könnt, wenn ihr mögt. Vergesst nicht die Glocke. Vergesst nicht die Glocke anzuklicken, damit ihr auch was hört, wenn ein neues Video von mir kommt. Genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.